Herzlich willkommen, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch eine kleine Mitteilung zu geben. Doch fangen wir erstmal ein bisschen weiter vorne an. Vor über 5 Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal gegründet. Dann kam lange nichts. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir eine GoPro geholt, immer so ganz viele GoPro-Montagen gemacht beim Skifahren und sonst was. Die allerältesten findet ihr zum Glück schon gar nicht mehr. Ein paar ältere dennoch, die sind noch online. Dann 2017 kam ich auf die Idee, ich möchte gerne mit dem Vloggen anfangen. Damals hatte ich noch die bescheuerte Idee, das Ganze auf Englisch zu machen und ihr könnt gerne mal reinschauen, die Videos sind noch online. Day 2 here from lovely Greece. I think that's the signal for starting the drone. Let's go! Das Englisch war so, naja, und irgendwie konnte ich mich dabei noch nicht so richtig wohlfühlen vor der Kamera. 2018 bin ich mit Anna das erste Mal nach Norwegen gefahren und habe auch dort dann gesagt, ich möchte gerne Vlogs machen. Für Anna war das ein bisschen ungewohnt, aber sie stand mir da auch nicht im Weg und hat gesagt, okay, dann machen wir das halt. Ja, zweimal Norwegen, einmal durch die Alpen, ein paar kleinere Reisen dazwischen, zu guter Letzt die große Ostsee-Umrundung, wo Anna und ich mittlerweile schon ein richtig eingeschweißtes Team geworden sind beim Vloggen, muss ich zugeben. Ja, doch nach all dem ist es jetzt trotzdem so, dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass es Videos in dieser Form auf dem Kanal Mario Frigge so in Zukunft nicht mehr geben wird. Aber Freunde, keine Panik. Ich bzw. wir, komm mal her zu mir, werden natürlich jetzt nicht einfach vor der Bildfläche verschwinden. Wir beide haben uns überlegt, wir wollen gerne inhaltlich die Videos ein bisschen verändern. Natürlich sollen die Reisevlogs weiterhin bestehen bleiben, aber wir wollen vor allem viel mehr informative Inhalte bringen. Tipps und Tricks für euch, euch zeigen, wie wir bestimmte Sachen machen, wie wir vorgehen auf Reisen, was für Geräte wir mitnehmen. Wir wollen vielleicht auch mal Gadgets vorstellen, Reviews bringen und zu all dem hinzu auch noch einen zentralen Knotenpunkt, eine zentrale Sammelstelle bringen, wo wir all diese verschiedensten Informationen über uns ja einfach gebündelt für euch zur Verfügung stellen wollen. Und deswegen haben wir nicht nur eine Webseite, sondern auch diesen YouTube-Kanal ab jetzt unter dem Namen Float on the Road. Ja, das war unser neues Intro. Wie gefällt es euch? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Also, es wird weiterhin Videos von uns geben. Der Kanal wird also bald umbenannt. Alle unsere Aktivitäten laufen ab dem Zeitpunkt dann unter dem Namen Float on the Road. Wir haben die Webseite floatontheroad.com aufgebaut. Checkt die gerne schon mal aus. Der YouTube-Kanal wird Float on the Road. Unsere Instagram-Kanäle bleiben zunächst noch individuell für jeden bestehen. Wir haben aber jetzt auch einen gemeinsamen Instagram-Kanal, wo wir einfach nochmal Tipps und Tricks teilen. Einfach auch nochmal als Knotenpunkt, den wir zusammenfassen wollen. Wo ihr dann auch erfahrt, wenn neue Videos online gekommen sind, was für Inhalte es gibt. Genau, einfach als zentrale Sammelstelle für alles. Float on the Road. Was bedeutet das eigentlich? Wir beide sind komplett Roadtrip begeistert. Seitdem wir 2018 das allererste Mal mit dem Dachzelt losgefahren sind in Norwegen, war das für uns einfach gleich gefühlt Liebe auf den ersten Blick. Und ja, Float on the Road bedeutet schweben, sich treiben lassen. Und das haben wir auch auf unseren ganzen Roadtrips gemerkt, dass wir nicht unbedingt gerne nach Plan fahren, sondern schauen, wo uns das Gefühl hinleitet, welche Ecke wir mögen, uns gefällt und dahin gerne uns treiben lassen würden. Deswegen kommen wir zu dem Namen. Nur damit ihr mal wisst, wie wir auf diesen Namen gekommen sind. Und auch dieses Video insgesamt einfach nur ein kleines Update für euch als Zuschauer, damit ihr wisst, warum ihr eventuell auf einmal dem Kanal Float on the Road folgt oder warum ihr Mario Frigge auf YouTube so nicht mehr findet als Kanal. Einfach nur als kleines Update, damit ihr versteht, was wir in Zukunft vorhaben. Wir haben auf jeden Fall Bock, an der ganzen Sache richtig dran zu bleiben, euch alles Mögliche über die Roadtrips zu zeigen. In Zukunft steht auch ein Auto bei uns an, was über die Zeit zu unserem Reisemobil sich weiterentwickeln wird.
Wir hoffen, ihr bleibt alle mit dabei. Wir danken euch vor allem auch immer für eure zahlreichen Nachrichten, Kommentare. Das erfüllt uns beide unglaublich. Und ja. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen dazu habt oder eure Meinung einfach mal mit zu dieser ganzen Sache kundgeben wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Lasst wie immer ein Like da und ein Abo. Es stehen viele coole Sachen an. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis ins nächste Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao. 这个是蛮酷的